Herzlich willkommen bei Burning Feet Adventures. Genieße Teil 6 meiner Offroad-Motorradreise durch Marokko. Mahlzeit. Ich bin heute Mittag in Tafraout angekommen und habe beschlossen, einen entspannten Tag zu machen. Das heißt, ich gehe heute wandern und dafür habe ich mir das Tal der Ameln ausgesucht. Und das soll wohl sehr, sehr schön sein und sehr naturbelassen und mit und einigen älteren Dörfern bzw. Behausungen. Ja, ansonsten sieht es ja ganz schmuck aus. Ich drehe mich mal um. Ja, nicht, dass euch noch schwindelig wird. Okay, wir schauen uns das Ganze mal an. 11 Kilometer, wir packen das. Ja, keine Ahnung, was das sein soll, aber hier schaut es so aus, als würden hier Leute aus sich irgendwelche Hütten aus Plastiktüten gebaut haben. Das gibt es hier eigentlich an jedem Baum. Und hier leben wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, was das, ob das die Ameln sind. Also gefühlt unter jedem Baum hat sich jemand seine Hütte gebaut. Also mit ein bisschen Geschick kommst du auch mit dem Motorrad hoch. Okay, dritter Versuch. Tada! So, nach 6 Kilometern habe ich jetzt diesen Pass überquert und jetzt führt der Trek ganz stinknormal an der Hauptstraße lang. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Naja gut, also nochmal 5 Kilometer Hauptstraße. Südlich von Tafraout hat 1984 ein belgischer Künstler 10 Felsblöcke blau angemalt. Und weil es sowieso auf dem Weg zur Schlucht von Eid Mazur liegt, wollte ich mir diese riesigen Farbkleckse einfach mal anschauen.
Ja, also hier hat sich irgendjemand mächtig mit dem Farbeimer ausgetobt. Das ist ja mal mächtig cool. Was aus Sand und Spucke gebaut ist, hält auch nicht für die Ewigkeit. Einfach nur mega. Mann, ist das schön.
das ist jetzt hier zwar nicht der Campingplatz oder der Spot, den ich gerne hätte, aber langsam geht die Sonne unter und ja, ich bin jetzt hier kurz vorm Atlasgebirge, kurz vor dem ersten Pass und habe beschlossen, jetzt nach einem Tag im Sattel hier irgendwo 300 Meter von der Hauptstraße entfernt mir mein Zeltlager aufzuschlagen. Morgen früh geht es dann über den Tizien-Testpass und dann nach Marrakesch, wo ich wahrscheinlich ein oder zwei Tage verbringen werde, bevor es wieder zurück in den großen Atlas geht. Wenn du im nächsten Teil sehen möchtest, was man niemals mit einer Reise-Enduro in Marrakesch machen sollte, dann vergiss nicht, den Burning Feet Adventures Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Stay tuned.